Ja, heute nehmen wir das Motto Leichter Leben wirklich wörtlich. Herzlich willkommen dazu. Eine Stunde gute Unterhaltung, die Sie heute erwartet. Denn wir haben musikalische Gäste eingeladen. Musikalische, aber auch, man könnte fast sagen, kulinarische Gäste, die das nämlich zusammen verbinden. Die Heckmecks sind zu uns gekommen. Allerdings nicht ganz alleine, sondern sie haben noch einen Herrn mitgebracht. Claudio Manis. Kalko. Vielen Dank, wow, Ulrike, für die Unterstützung. Ja. Das erste Mal, klasse. Ja, man muss ja manchmal ein bisschen langsam erst kommen. Was du hier bei den Heckmecks zu suchen hast, darüber reden wir gleich. Aber jetzt muss ich natürlich erstmal die Heckmecks begrüßen. Eine, ja, man kann schon sagen, fast Berliner Mädelsgruppe, die swingend durchs Leben läuft. Seit also, wann? Wir nennen uns Ladies, ja. Ladies. Ja. Also es sind nicht mehr die Spice Girls, sondern es sind die Andrew Sisters in genau. irgendeiner Form. Swing, das ist natürlich Musik, wo man wirklich sagen kann, das ist Schwung, da kommt man in eine gute Laune. Ulrike, wie habt ihr euch gefunden? Wir kennen uns ja erst seit 3 Jahren. Nein. Also Wendy und ich kennen uns schon, naja. Seit 30 Jahre. 30 Jahre genau, so ungefähr. Jahre. Genau. Also, was merkt man dann immer, ne, dass man keine 25 mehr ist? Nein, ja. Ich war 2 Jahre. Genau, genau, wir waren 2 Jahre. Deswegen sage ich, wir kennen uns 3 Jahre. Wir haben zusammen studiert an der Hochschule der Künste. Wir haben da Musical studiert. Und da wurden wir angesprochen von unserem Korrepetitor Adam Bensby. Der ist jetzt auch mittlerweile ziemlich bekannt so in der Musikszene. Ob wir nicht zusammen eine Gruppe, ein Swing-Trio gründen wollen. Okay. Und dann wurde noch eine dritte Kollegin gefragt in der HDK-Zeit und dann wurden so entstanden damals die Heckmecks. Also eigentlich schon habt ihr ein paar Jährchen auf dem Buckel, kann man so sagen. Ja. Als die Heckmecks. Wendy. Ja. Wendy. Und dann hat man sich irgendwann mal umgeguckt und gesagt, jetzt verjüngen wir die Gruppe noch ein klein wenig und holen dann noch mal einen anderen Temperamentsbolzen dazu. Genau. Und jetzt ist sie dabei, Alicia. Und wir sind ganz glücklich. Herrlich. Also, wenn ihr auftretet, dann spricht das natürlich für Power. Dann ist natürlich die Musik powervoll. Aber ihr seid auch 3 Power-Ladies, das muss man sagen. Auf der Bühne seid ihr auch alle 3 zu Hause. Wendy, du bist ja auch im Grunde genommen als Künstlerin unterwegs. In welchem Bereich kann man dich so sehen, wenn du solo tourst? Also momentan bin ich Produzentin und Regisseurin. Ich arbeite momentan am Zeiss Planetarium und inszeniere dort auch zurzeit ein eigenes Musical. Und das ist momentan, füllt mein Leben sehr, sehr aus. Und ansonsten trete ich mit den Heckmecks auf. Okay. Ja. Und dann haben wir Alicia, auch mit einer tollen Stimme natürlich gesegnet. Du bist in erster Linie Sängerin und auf der Bühne aber auch zu Hause. Ja, also ziemlich zu Hause, sehr dankbar seit 11 Jahren mittlerweile und ich bin ganz viel in Kirchen unterwegs. Ich mache ganz viele Hochzeiten, darf ganz viele Paare so in den Hafen der Ehe singen und im Winter, Herbst ist es dann mehr so die krassen lauten Töne mit Bands auf Firmenfeiern und immer alleine und deshalb liebe ich es mit den Heckmecks zu dritt. Ja, was ja auch was ganz Schönes hier ist. So ein Geflirte mit unserem Teufel ab und an. Ist schon schön. Über den reden wir gleich noch. Aber erstmal, ich glaube, bei Ulrike muss man gar nicht so viel sagen, wenn man dir ein bisschen zuhört, weil dann wird man sich denken, die habe ich doch schon mal gehört. Also, da sage ich jetzt nichts allerdings mehr. Allerdings sah sie da ein bisschen anders aus. Wobei Ähnlichkeit mit Jennifer Aniston habe ich dir das letzte Mal schon gesagt. Die ist einfach unverkennbar. Das heißt, du bist als Synchronsprecherin unterwegs und hast wirklich das Glück, sag ich mal, wahre Größen Hollywoods die Stimme zu verleihen. Genau. Ja, also ich meine, wenn ich jetzt sage, wer es ist, dann können die Leute es ja nicht mehr erraten. Ja, eigentlich hätten wir die Verlosungsfrage dementsprechend ausrichten können. Und dann habt ihr noch einen männlichen Zuwachs. Und wenn er mich so anguckt, kriege ich richtig ein bisschen Angst. Als wir uns begegnet sind, habe ich gesagt, er hat so eine Ausstrahlung wie Javier Bardem. Vom Typ her denke ich natürlich gleich wirklich an Hardcore-Filme. Aber du bist auch wirklich als Schauspieler unterwegs. Das heißt, heute hast du aber irgendwas Teuflisches an. Ja, eure wunderbare Maskenbildnerin. Wir haben gesessen und haben ein bisschen rumgesponnen. Und dann fragte sie mich, was ich denn spiele und so. Und dann hat Suna dann gleich gesagt, ach komm, dann machen wir ein bisschen Teufels-Make-up. Und so ein bisschen haben wir dann die Augen schon mal so ein bisschen in die Richtung, wie ich dann am Abend aussehen werde, für die Zuschauer dann so ein bisschen gemacht. Ne? Am Abend ist es natürlich noch extremer, das Ganze. Ja, das jetzt, ist richtig. Jetzt also das Make-up haben wir schon so ein das bisschen. Das bleibt jetzt auch dran bis Ende November. Genau, bis Ende November, denn der November ist für euch wirklich wieder ein ganz besonderer Monat. Ja. Da tretet ihr nämlich in der Gemeinschaft auf. Das heißt nicht als Solokünstler, sondern wirklich als die Heckmecks, aber in Verbindung mit dem Teufel. Und zwar geht es da um, ja, auch ein bisschen
kulinarische Vergnügungen, genau. Also um eine Küche. Genau, es ist wirklich ein Gesamtkonzept, was Claudio ja auch mit anderen Shows macht. Also das war seine Idee im Endeffekt, dass wir das wirklich mit Essen kombinieren. Eine Show, ein Musical eigentlich auch, ein bisschen angelehnt an die Hexen von Eastwick. Also so war die Grundidee. Und dann haben wir mit unserem Repertoire, mit dem Heckmex-Repertoire und Repertoire, was Claudio hat, sozusagen eine Musical-Show zusammengeschmissen. Okay. Und dazu gibt's Essen. Und dann ist es natürlich toll, wenn man mit Vollprofis arbeitet, die einen dann unterstützen. Aber das Konzept, das ist natürlich was ganz Besonderes. Nämlich, man wird unterhalten. Das heißt, selbst wenn man sich an einem Abend mit irgendjemand nichts zu sagen hat, kann man sagen, komm, ich lade dich zum Essen ein. Es wird trotzdem ein schöner Abend. Denn die Heckmex spielen mit dem Teufel im Grunde genommen. Ihr seht natürlich auch ein bisschen anders aus. Das muss man auch sagen. Also es ist auch ein Hingucker für die Herren der Schöpfung. Mhm. Die Damen haben ja dann Claudio. Genau. Die sind dann immer ganz fasziniert von Claudio. Ja, genau. Was ist es denn musiktechnisch? Also wir haben über Swing ja schon geredet. Das ist ja der Musikstil, den man euch ja in irgendeiner Form auch zuschreibt. Ist aber auch da bei dem kulinarischen Genuss auch der Swing im Vordergrund? Oder geht es doch ein bisschen mehr ins Musical? Der erste Teil ist mehr Musical. Und im zweiten Teil werden wirklich, der zweite Teil ist eine richtig große Show mit Konfetti und Glitzer und Glamour. Es ist Glamour. Vor allem auch ein Comedy. Es ist sehr, sehr lustig. Ja, sehr lustig. Sehr lustig. Sehr lustig. Wirklich. Sehr schräg lustig. Das glaube ich dir. Ich glaube dir das, Wendy. Ja. Weil, wenn man die Heckmex schon mal erlebt hat, dann weiß man, dass sie nicht nur privat wirklich viel Power haben, sondern auf der Bühne natürlich erst recht. Vielleicht war ja der eine oder andere schon mal in Teufelsküche. Ansonsten geht es ab 18. November auch wirklich wieder los. Und das ist wirklich etwas für jeglichen Berlin-Besucher zum Beispiel. Für auch. Die Berliner ja so und so, aber auch für die Berlin-Besucher. Besucher, die mal was Besonderes auch erleben wollen, oder? Wie sehr genießt man das denn auch, in der Gruppe aufzutreten, aber B, eben auch so ein festes Touring zu haben, so einen festen Auftrittsplan dann auch mal zu haben? Also was ich besonders schön finde, es ist hinter den Kulissen, es ist schon so eine Show, die muss man erstmal wuppen abends, ne? Weil wir halt alle ganz, ganz viel nebenher machen. Und eigentlich die Show wird von unserem Spaß getragen, weil wir auch alle irgendwie ein bisschen neben der Spur sind. Das ist echt viel, was wir da machen. Speak for yourself, girl. Aber es macht Spaß und man hat auch dieses Wissen, dass das Publikum in eine ganz andere Welt entführt wird. Also das fängt schon beim Einlass an. Es ist eine ganz kleine Show, die jetzt eigentlich immer größer wird. Und die Leute sind in einer Zwischenwelt zwischen Himmel und Hölle und können ihre Fantasie spielen lassen und ständig kommen die Weiber in anderen Klamotten raus und jetzt entkleidet er sich. Also es ist so klein und gemütlich, wie es ist, so groß ist es für den Kopf und auch für die Fantasie. Und also wir tun so, als würden wir nicht schwitzen dabei. Ja, wir wollen einfach mal kurz reinblicken, damit man wirklich sich auch vorstellen kann, was einen da erwartet. Sie erwartet natürlich auch wirklich noch eine Präsentation von den Lifehacks mit dem Teufel gemeinsam, gleich hier im Leichter Lebensstudio. Aber bevor wir dazu kommen, einfach mal einen Blick hinter die Kulissen, beziehungsweise auf die Kulissen des Theaters. Und dann schauen wir mal, was da so abgeht. Okay. And the Oscar goes to Kate Winslet. Ich hab den wilden Oscar. Danke. Ich bin der Teufel in Zivil. Du trinkst zu viel. Was? Menki war ein Seemann und kein Affen war ihm Fremd. Ich lieb Kaffee, schwarz und heiß. Hab ne liebe Doktor, gern auch mal ganz in Weiß. Himmel, geh dem Himmel.
In Teufelsküche. Ich muss sagen, ich liebe es jetzt schon, weil ich die Musik toll finde. Auch wenn es wirklich eine Musik ist, wo Nostalgie natürlich dazu gehört, aber die immer wieder aufkommt. Und man sofort gute Laune. Ja, sofort. Es ist ja wie der deutsche Schlager im Grunde genommen. Keiner möchte ihn hören. Das ist vielleicht der Unterschied beim deutschen Schlager. Man kriegt trotzdem gute Laune. Swing kann man immer hören in irgendeiner Form. Ne? Man muss vielleicht dazu sagen, dass also sollen wir was über die Geschichte erzählen oder das später erst? Oder? Ich komme gleich noch mal zu euch und dann erzählen wir ein bisschen was über die Geschichte. Okay. Aber nicht nur das, sondern dann kriegen wir auch wirklich eine kurze Performance noch von euch hier im Studio. Sie können bei uns heute wieder was gewinnen. Wir schicken Sie auch ein klein wenig auf eine Reise in den Orient nämlich. Sie können nämlich heute orientalisches Wahrsagen gewinnen, herausgegeben von unserem russischen Schamanen Vadim Dzhentse. Dieses Spiel können Sie oder dieses Orakel können Sie gewinnen und Sie müssen uns wie immer eine Frage beantworten. Da hat sich mal wieder ein kleiner Schreibfehler hier in unsere Redaktion hineingeboxt, oder? Wie heißt die Show der Hackmax? A auf Wolke 7 oder B in Teufelsküche. Da können Sie im Grunde genommen mal wieder eines tun, auf unseren Anrufbeantworter sprechen. Die eingeblendeten Telefonnummern wählen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sind wir zu erreichen und einfach dann die richtige Antwort oder besser gesagt die richtige Antwort. Antwort. Die richtige Antwort auf den Anrufbeantworter sprechen. Ich weiß schon, welches ist. Ich weiß es auch. Ich auch. Es war Kate Winslet. Ach so, nee, das war die andere Frage, die wir gar nicht hatten. Also, ja. Wir kommen jetzt weiter zu der nächsten Powerfrau. Die kommt aus Österreich und Sie wissen, von wem ich rede. Natürlich von unserer Gabriele Iasetta. Intelligenter Schmuck wird Ihnen präsentiert von Gabriele Iasetta. Intelligenter Schmuck, der dich dabei unterstützt, du selbst zu sein. Musik macht gute Laune, aber nicht nur Musik macht gute Laune, sondern deine Produkte, die machen auch immer gute Laune, meine liebe Gabriele. Es ist heute schon wieder Freitag, es ist schon wieder time to say goodbye, aber du möchtest nicht zurück nach Österreich reisen, ohne den Zuschauern ein bisschen Schutz auch noch mit auf den Weg zu geben für die nächsten Tage, die nächste Zeit, wenn das Leben. Wenn du jetzt schon von Teufelsküche hörst, dann muss man natürlich Engel präsentieren. Stimmt, weil der Teufel schaut schon ein bisschen skeptisch. Aber strahlende Engel, das muss man ja auch wirklich sagen. Es geht um einen Anhänger, um einen Schutzengel-Anhänger, wo Sie sich entscheiden können, ob Sie sich eher für Gold oder Silber interessieren. Beide sehen Sie natürlich gleich schön aus und beide sehen Sie natürlich auch gleichwertig aus. Also da können Sie im Grunde genommen nichts falsch machen mit einem Zirkonia-Stein und der funkelt und glitzert natürlich, wie es Engel tun sollen. Genau, das sind nämlich wirklich Sterling-Silber-Engel mit einem Zirkonia-Stein. Der eine ist natürlich richtiges Sterling-Silber und das andere ist Sterling-Silber vergoldet. Beide haben einen wunderschönen Zirkonia-Stern, der auch in der Kirche, in einer Kirche geweiht wurde, nämlich neben der Produktionsstätte, die in Österreich, in der Steiermark ist, gibt es eine Kirche, St. Martin, und da werden die Sterne geweiht. Na, geh weiter, schau an, schau an. Wenn wir schon Engel haben, dann weinen wir sie. Ja, und auch schon wieder wirklich ein tolles Produkt, denn wir wissen, es ist ein europäisches Produkt, es ist ein österreichisches Produkt, da liegt man ja auch heutzutage wirklich sehr, sehr viel Wert drauf, wenn man spirituelle Schmuckstücke trägt, dass sie auch spirituell wertvoll sind. Ja, und dass man auch noch wirklich in die Schwingung von seinen Schutzengel kommt, steht auch hinten noch das Wort Schutzengel auch noch darauf. Ja, genau, dann kann man es sehen. Auf den Flügeln sozusagen wird auch noch der Schutzengel lebendig gemacht. Und wir gerade um die Weihnachtszeit denken wir viel über Engel nach. Aber es ist natürlich auch so, dass jede Mama ihrem Kind, egal wenn es weggeht, wenn es aus dem Haus geht, immer sagt, und ich gebe dir, schick dir deine Schutzengel mit. Und wir verschenken und wir möchten natürlich jemanden beschützen. Ein Schutzengel steht immer für Schutz da, für Geborgenheit, für Liebe. Das ist alles, was ein Engel symbolisiert. Und deswegen natürlich jetzt zur kommenden Weihnachtszeit auch etwas, was man jemand gerne schenken kann, um diesen Menschen, diesen lieben Menschen zu beschützen. Aber besonders, wenn man ja
in die Kirche geht, an Engel sich verbindet, dann hat man immer so seinen kleinen Schutzengel dabei, mit dem man sich verbinden kann. Sie bekommen ihn an einen Stoffband. Ich habe ihn aber, meinen Schutzengel, habe ich an eine lange Silberkette gehängt und man kann es natürlich auch sehr lange tragen, je nachdem, wie Sie das möchten. Sie bekommen das Stoffband dazu, ist übrigens ein langes Stumpfband, Sie könnten es auch wirklich sehr lange tragen. Sie bekommen, es ist verpackt in einer schönen Schachtel, wo auch noch drauf steht, mein Schutzengel. Und Sie bekommen auch noch einen kleinen Block dazu. Das ist so ein kleiner Block mit vielen Zetteln. Und da kann man so wirklich seinen Schutzengel auch schreiben, was man denn ganz besonders eine sich wünscht. Eine Engelbestellung sozusagen, ja, genau, abgeben, was eigentlich ganz schön ist, denn wir alle haben ja auch in irgendeiner Form Wünsche, was Schutz anbelangt oder auch generelle Wünsche, die wir gerne an die Engel in irgendeiner Form dann weitergeben. Hier muss man sich auch mal Gedanken machen, was schreibt man denn da rein? Was will man denn wirklich haben? Und es ist im Grunde genommen auch wieder etwas, was jung und alt machen kann. Genau, man kann das eben wirklich seiner Tochter auch schenken. Aber es passt wirklich, es ist wieder so ein zeitloses Schmuckstück, wie alle meine Schmuckstücke. Es passt wirklich zu einem jungen Mädchen wie zu einer älteren Dame. Mir ist es einfach wichtig, auch in dieser Zeit, wo viele ihre Ängste haben, auch dass man sich beschützt fühlt und dass man seine Verbindung zu seinen Engeln sucht. Wie gesagt, das ist geweiht, aber viele von Ihnen, weiß ich auch, die gehen auch in die Kirche damit und weihen es noch einmal nach, weil man die Verbindung eben wieder herstellen möchte, gerade in der Weihnachtszeit, die jetzt dann bald auf uns zukommt, dann verbindet man sich noch mehr mit den göttlichen Energien und da ist es schön, wenn man etwas hat, wo man sich positiv damit verbinden kann. Und man muss auch sagen, es ist wirklich ein hochwertiges Produkt, denn natürlich kann man Silberschmuck mittlerweile wesentlich günstiger einkaufen. Die haben aber auf der einen Seite natürlich nicht die Intelligenz, die dein Schmuck hat, aber nicht nur das, sondern einfach auch die Wertigkeit. Denn dein Silber ist Silber, das in Österreich abgestempelt wird. Das heißt, da ist ein Eichamt in Österreich und wenn die einstempeln, dann bedeutet das, dass da auch wirklich 925er Sterling Silber drin ist. Genau, man kann in Österreich nur Silber eben vom Eichamt sozusagen kaufen. Deswegen können Sie sich da ganz sicher sein. Und ich finde, so eine Produktionsstätte neben einer Kirche hat ja auch schon was Heiliges. Absolut. In Silber oder in Silber vergoldet gibt es diese Schmuckstücke und wenn Sie jetzt den Preis sich angucken, dann sehen Sie auch, dass es wieder ein absoluter leichter Lebenpreis ist, denn anstelle von 88 Euro können Sie heute richtig viel Geld sparen. 59 Euro. Und ich sage immer, das bin ich mir wert, das ist so ein bisschen dein Motto. Aber das sollte einem vielleicht auch der Liebste oder die Liebste, das Kind, die Oma, die Mama, auch mal wert sein. Ne? Genau. Und mit so einem Schutzengel-Anhänger, da drückt man also schon wirklich auch die Wertigkeit aus für einen Menschen, dass man da zeigen will, sozusagen, du bist mein Engel, ja. Und ich möchte dir aber auch noch Schutz geben. Ich möchte dich auch noch, dass du immer dich beschützt fühlst und immer für dich da bin. Also das drückt man schon mit so einem Anhänger aus. Aber natürlich ist es auch für einen selbst etwas, sich mit seinen eigenen Schutzengeln in Verbindung zu setzen, sich mit der göttlichen Kraft, mit dem Schutz einfach behütet zu fühlen, geliebt zu fühlen. Nicht, dass man nicht alleine ist. All diese Dinge drücken ja Schutzengel aus. Sie bieten einem eben Geborgenheit und durch das Tragen stellt man natürlich auch leichter die Verbindung her. Ja, und man fühlt sich auch gleich ein bisschen sicherer. Wir haben ja ein paar Berater, die sich auch mit Engeln sehr, sehr gut auskennen, die Engel auch als Botschafter im Grunde genommen nutzen. Und unter anderem unsere Sabine Salmann, die ja auch den Schutzengel getragen hat. Mhm. Und bei der hat sich sofort etwas eingestellt. Ja. Die hat sofort ein Gefühl bekommen. Und der Schutzengel, der Zirkonierstein, der hat bei der auch ganz besonders geleuchtet. Ne? Das stimmt. Also wenn man auch noch in dieser Schwingung ist, dass man sich darauf einlässt, wirklich mit seinen Schutzengeln in Verbindung gehen, dann spürt man das. So wie man es wirklich bei vielen Schmuckstücken oder bei allen meinen Schmuckstücken spürt, ist halt das auch, weil es noch ein geweihtes Schmuckstück ist, wo Sie wirklich die Verbindung zum Göttlichen wieder herstellen können. Das Ganze heute wirklich zu einem tollen Preis anstelle von 88 Euro für 59 Euro unter der eingeblendeten Telefonnummer können Sie jetzt bestellen. Sie müssen nur entscheiden, ob Silber oder Silber vergoldet.
Die Schönheit ist bei beiden natürlich das Gleiche. Und wenn Sie sich diesen Zirkonia-Stein mal angucken, hier bei diesem goldenen Engel, dann hat man wirklich einen Glitzergegenstand, dann hat man wieder was ganz, ganz Wertvolles. Es kommt sehr, sehr schön verpackt zu Ihnen nach Hause. Und nicht nur das, Sie bekommen im Grunde genommen auch noch mal ein kleines Nachdenkheftchen dazu. Weil manchmal, da muss man sich ja selber zwingen oder gezwungen werden, dass man sich überhaupt mal Gedanken macht, was man will. Und hier bei der Schutzengelbestellung, da muss man sich mal Gedanken machen. Genau, da kann man sich Gedanken machen und wirklich so, was möchte ich denn von meinem Schutzengel haben? Aber natürlich ist es auch eine schöne Ergänzung zu einem Geschenk dazu, weil man sieht, der Beschenkte, also der Schenker sozusagen, der macht sich Gedanken über mich. Dieses Stern ist ein Zirkonia-Stein sozusagen und das ist ein künstlicher Brillant. Das heißt, dieser Stern, dieser leuchtet auch ganz besonders. Und diese Sterne habe ich auch extra produzieren lassen. Man kann diese Zirkonia-Steine nicht so einfach irgendwo kaufen, sondern die wurden extra für diesen Schutzengel-Anhänger bestellt, von mir extra produziert. Sie wissen, ich designe immer ganz speziell für Sie Dinge, die Ihnen Freude machen werden, wo Sie etwas Besonderes haben, das nicht jeder auf der Straße trägt. Naja, und der Zirkonia-Stein, der fängt dann eben auch die guten Energien auf, natürlich, die man dann bekommt, wenn er noch geweiht wird. Und jeder, der schon mal in der Kirche war, der weiß ja auch, dass in einer Kirche andere Energien herrschen. Das heißt, man betritt eine Kirche und man kommt in eine ganz besondere Schwingung. Da muss man gar nicht gläubig sein, um plötzlich andächtig zu werden. Genau, selbst wenn man Atheist ist, selbst wenn man an nichts glaubt, wird man in einer Kirche sich dementsprechend respektvoll verhalten. Einfach nur, weil man es spürt, dass es irgendwie ein besonderer Ort man ist. Man spürt irgendwie diese Energie und ich glaube, man spricht automatisch leiser, wenn man in eine Kirche hineingeht. Man spürt diese Energie und diese Energie haben sie sozusagen auf ihren kleinen Schutzengel draufgepackt, in seinen Herzen, in einen Stern, das sein Herz sozusagen prägt. Dieser Schutzengel kann Sie jetzt begleiten. Hinten drauf sind die Worte Schutzengel auch noch eingraviert, sodass man auch wirklich immer in diese Verbindung geht, denn Worte haben natürlich auch eine Kraft, eine Macht auf uns. Genau. Du siehst aber gut aus, Gabriele. Oh, und da fängt schon wieder an zu strahlen. Wieder fange ich an zu lachen. Das ist doch herrlich. Das ist die Macht der Worte, aber so ist es ja. Es war eine schöne Woche, die jetzt leider Gottes zu Ende geht. Man kriegt natürlich mehr Informationen zu deinen Produkten auch im Internet. Das bedeutet, schauen Sie da ruhig mal vorbei unter www.gabriele-iasetta.com und du hast ja auch in dieser Woche erzählt, es lohnt sich vorbeizugucken, denn es gibt da auch was ganz Besonderes. Man kann mit Begeisterung auch jetzt Geld verdienen. Wenn man sich anmeldet. Genau, also melden Sie sich ruhig an, kaufen Sie ein und dann haben Sie wirklich tolle Vorzüge. Auf der einen Seite sparen Sie sehr, sehr viel Geld an Prozenten, aber auf der anderen Seite kann man auch ansparen, um vielleicht das ein oder andere Teil dann mal fast geschenkt zu bekommen. Genau, dann nehmen Sie daran teil, wenn Sie Ihren Link weiter empfehlen und Kunden darauf einkaufen, bekommen Sie bares Geld. Das war's. Ja. Leider. Aber wir sehen uns wieder, oder? Ja, genau. Wir sehen uns wieder. Wir sehen uns wieder. Bis dahin sagen wir Bussi und Baba. Intelligenter Schmuck wurde Ihnen präsentiert von Gabriele Iasetta. Intelligenter Schmuck, der dich dabei unterstützt, du selbst zu sein. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iasetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iasetta.com oder telefonisch unter 0800 071 0014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta nach Hause und spüren Sie die Energie. In Teufelsküche ab 18. November, da geht's wieder weiter. Und Teufelsküche ist witzig, sexy, frech und vor allem
Lecker. Das ist so lustig, wenn man das über Musik sagt und dann plötzlich sagt, oh, aber lecker ist sie auch. Aber das ist ja das Konzept, das hinter in Teufelsküche steckt. Hat man überhaupt noch Zeit zum Essen? Weil man ist ja wahrscheinlich die ganze Zeit begeistert bei euch und vergisst, also wenn ich begeistert bin, vergesse ich manchmal Dinge. Ja, das geht ja gleich los mit Essen. Wenn die Leute kommen, steht schon eine dreierlei Geschichte mit drei Dips da. Weißbrot. Also sie haben nicht mehr so, also das Essen ist sehr geschickt eingebaut. Es ist nicht so, dass während der Show jetzt die Kellner rumlaufen und servieren und jeder bestellt, was er möchte. Es ist eben wirklich so eingebaut, dass es auch nicht den Ablauf stört. Also man kommt eben rein, was Claudia sagt, da stehen eben Dips und Weißbrot auf den Tischen. Und man hat dann auch, es geht auch in der Geschichte geht's ja auch um Essen, dass der Teufel, den ich ja dann spiele, der kriegt da drei verstoßene Engel hingesandt in die Hölle und wird erst wie und die, seine Hölle wird kalt gemacht von ihm da oben und wird erst wieder erwärmt, wenn er diese drei Alpha Ladies ein bisschen gezähmt hat. Und also lässt er sich etwas einfallen, um die zu bezirzen, um mit kleinen Tricks, mit Pralinen, die präpariert sind und so weiter. Und eben ein Teufelsgericht, um sie zu bezirzen, um sie zu zähmen. Ein Ragout. Ein Ragout, ein Teufelsragout. Ein Rest ist noch übrig. Genau. Und die kommen dann auf die Erde sozusagen, oder zu ihm in die Hölle unten hinein. Und plötzlich dreht sich das Ganze. Die zähmen, versuchen dann eher den Teufel zu zähmen, sagen wir mal. Okay. Ich will nicht zu viel verraten, aber auf jeden Fall. Also es ist wirklich eine schräge, sehr lustige Geschichte. Mit sehr viel australischem, englischem Humor. Aber wieso denn der Swing? Also wie kommt man dazu? Weil der Swing ist natürlich auch wirklich eine unglaublich energiegeladene Musik. Aber wie passt der Swing zum Teufel? Beim Teufel hat man ja eher so das Gefühl, es muss was Mystisches, Dunkles sein. Na, es ist ja auch gemischt. Also die Ladies sind eher für den Swing zuständig und ich bin eher für die mystischen, dunklen Seiten dann zuständig. Die dann so. Wie sehr genießt man das? Ich muss einmal ganz kurz fragen, wie sehr genießt man das, wenn man eigentlich im wahren Leben eher im Regiebereich, also eher hinter den Kulissen arbeitet, selber dann mal wieder auf der Bühne zu sein und zu merken, dass die Menschen begeistert sind von dem, was man da tut? Also ich brauche das ganz klar. Mhm. Also ich brauche meine Kollegen, ich trete selber wahnsinnig gerne auf. Also das ist gehört dazu. Ich möchte auch nicht abgeben. Mhm. Dazu haben wir das ja auch studiert. Ganz lange genug studiert, gerade wir beide, genau. Ich war auch lange Zeit, oder wir waren auch lange Zeit auch im Theater des Westens auch, also auch als Musical-Darsteller sehr lange tätig. Und also vor der Bühne macht es mir eben auch Spaß. Ja, ich finde, das ist ja auch diese Abwechslung ist ja ganz schön, dass du auch mal aus deiner Tonkabine rauskommst, oder? Und da nicht immer als einsame Kate Winslet stehst oder Jennifer Aniston, sondern dass man einfach auch wirklich diese Bretter, die die Welt bedeuten, das sagt man ja so schön. Und dann in dieser Verbindung, weil es ist natürlich vom Konzept her etwas nicht ganz Neues. Wir kennen es ja von einigen Showküchen, die das ja auch mal anbieten. Aber ich glaube, in der Kombination, wie man das euch erlebt, ist es einzigartig. Das ist wirklich einzigartig, weil was wirklich, das ist zwar eingebunden, aber das Publikum muss nicht so wie in diesen Krimi-Dinners oder so mitmachen, sondern die sind wirklich Beobachter und gucken zu. Und das ist bei uns auch so, das ist wirklich, es gibt die Vorspeise, den einen Vorspeise, dann gibt es erstmal gar nichts. Dann gibt es wirklich den ersten Teil, wo es wirklich ein Musical ist. Und dann gibt es die Hauptspeise, das Ragout, genau, was wirklich lecker ist. Und dann ist ja die Aufgabe von dem Teufel, wenn er es denn schafft, muss er mit diesen drei Ladies eine Show auf die Beine zu stellen. Und dann ist der zweite Teil wirklich Show, richtig Show. Also da jagt mit ein Lied das ein andere. Ein Kostüm, einer Glitzer, als mehr als Bühne ist und oben und außen. Ja, das glaube ich. Ja. Man kennt es von so Modenschauen, wenn man da mal so einen Blick hinter die Kulissen werfen darf. Da ist der Schuh noch nicht mal richtig angezogen. Da hängen sie noch und probieren irgendwie die Schnürschenkel zuzumachen. Und werden noch auf die Bühne mitgezerrt. Ne? Genau so. Sie sind auch schon mit geplatzten Hinten, nur gerade rausgegangen. Ach doch, so lustig. Doch, aber genau das ist es, glaube ich, aber auch, was dem Publikum dann natürlich gefällt. Das ist live, da kann man nichts machen. Ich glaube, die meiste Freude hat auch unser Publikum, wenn wir bei Leichter Leben Pannen haben und die gucken, wie gehen wir damit um. Ja. Das macht es im Grunde genommen ja auch lustig. Das ist live. Jetzt wollen wir von euch natürlich auch ein bisschen was noch mal zu hören bekommen. Es ist ein Teil aus In Teufelsküche, was ihr jetzt präsentiert. Ja, man muss vielleicht dazu sagen, dass wir bei den Songs das so gemacht haben, dass
dass manchmal gibt es Melodien dann auch schon. Und wir haben dann eben neue deutsche Texte auf diese Songs geschrieben. Also eigentlich alle Texte sind komplett neu. Ne? Du wolltest sagen? Das wollte ich gerne noch erwähnen, falls jetzt jemand keinen Swing mag. Also wir sind auf der Bühne, gerade die Hackmacks, wir sind schon sehr elegant unterwegs. Aber es ist keine Swing-Show, sondern es sind ganz moderne Texte. Ja. Und es ist auch ein sehr moderner Humor. Ja. Also man muss sich einfach darauf einlassen. Es ist vieles sehr erheiternd, blödsinniger, als man denkt. Ja. Weil das Bild ist natürlich elegant und klassisch. Und wir sind eigentlich sehr locker und sehr in 2016. Ja. Muss man auch oft zweideutig in den Text. Sehr zweideutig. Ach, es geht. Das, also wer das nicht mag, dann weiß ich es nicht. Ab, wie gesagt, 18. November, da geht es weiter in Teufelsküche. Jetzt hören wir einen kleinen Ausschnitt aus dem Programm. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Deswegen würde ich jetzt sagen, ich gehe weg, damit die Bühne euch gehört. It's Showtime. Okay, let's do it. Starken Kaffee, manchmal Tee, brauch ich lieber und mein Tag ist okay. Kaffee und Tee und vom Honig Gelee, ein Hauch, ein Hauch, ein Hauch, ein Hauch, ein Hauch. Lieb Kaffee, schwarz und heiß. Hoppla, liebe Doktor, gern auch mal ganz in weiß. Spritz mir den Schluck und befrei mich vom Druck. Ein Hauch, ein Hauch, ein Hauch, ein Hauch, ein Hauch. Oh, nimm mich in Haft, aber gib mir den Saft. Er schmeckt sagenhaft und er weckt meine Kraft. Mit süßem kann dies dann gleich schütten. Rütteln. Wieder, wieder, immer wieder. Starken Kaffee, manchmal Tee. Brauch ich wie Liebe und mein Tag ist okay. Kaffee und Tee und vom Honig Gelee. Ein Hauch, ein Hauch, ein Hauch, ein Hauch, ein Hauch. Latte. Macchiato, klitze, klitze, kleine Espresso, Arabico, hab keine Weide, was ich bezahl, für dieses schlabber-sabber leckere Mal. Schäum es auf. Ich lieb Kaffee, süß und heiß, hoppla, lieber Doktor, gern noch mal ganz in Weiß. Spritz mir einen Schluck, befreie mich vom Druck. Ein Hauch, ein bisschen kleinen Hauch. Pack mich am Schopf, von mir aus häng mich am Tropf. Oder fass dich am Kopf, nur bitte stopf meinen Topf. Mach ihn voll und benutz ja einen Filter. Schon Filter. Brauch ich die Liebe und mein Tag ist okay. Kaffee und Tee und vom Honig Gelee. Ein Hauch, ein Hauch, ein Hauch, ein Hauch. Teufelsküche. Da sind wir jetzt rein. Da bist du jetzt reingeraten, Tanja. Das tut mir echt total leid. Ne? Voller Überraschung. Aber es ist eine schöne Teufelsküche, oder? Tolle Musik, wirklich großen Applaus, nochmal Respekt. 2016, darüber haben wir gerade geredet mit den Hackmacks. 2017, da ist ja auch wieder ein Jahr, das kommt. Wie soll es denn weitergehen? Was habt ihr denn so für Pläne?
Hollywood, Las Vegas. Da bist du ja schon, ja. Ulrike. Nein, aber es soll auf jeden Fall mit euch weitergehen. Ja, das heißt, wollt ihr irgendwann auch mal wirklich richtig raus auf die ganz großen Bühnen? Oder sagt ihr, das, was gerade so ist mit den Heckmix, so in Berlin seid ihr ja sehr bekannt, das ist eigentlich auch schon mal ganz gut? Ja, aber also ich meine, bitte, ich kommt an, tretet an uns ran. Die Show benötigt aber auch diese gewisse Intimität. Ja, aber so groß darf das gar nicht werden. Aber es würde auch funktionieren. Weil also wir spielen man gerne mit dem Publikum. Sicher. Also. Okay. Ich komme auch gerne mal richtig unten aus der Bühne rausgeschossen. Also könnte man alles machen. Ich glaube, dass jede gute Show auch gute Technik verdient, aber wir brauchen es halt nicht. Ja, aber das ist ja auch das Schöne. Tanja, du hast dich spontan bereit erklärt, beziehungsweise du wurdest von mir genötigt, vorbeizukommen ins Studio, weil ich glaube, das ist mal ganz interessant. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert für dich als Kartenlegerin, auf wirklich mehrere Personen, also auf eine Gruppe Karten zu legen, um zu gucken, was passiert da 2017. Also wird es steil nach oben gehen? Ich tue mich gerade tatsächlich bei dem Team ein bisschen schwierig, weil man mag natürlich, also die Zukunft und die Prognosen sind ja wirklich abhängig von dem, was man erreichen möchte. Und wer kein Ziel hat, erreicht das auch nicht. Und wenn viele Ziele sind, und da sind gerade im Team Leute, die wirklich sagen, ich möchte, dass das so bleibt, wie es ist, ich genieße das so. Ja? Es gibt immer noch Dinge nach oben. Es gibt auch Leute, die vielleicht gerne ganz groß wollen, ja. Und da muss man sich immer so ein bisschen überlegen, kann man das erreichen? Jedes einzelne Ziel mit Sicherheit nicht. Die gesamte Gruppe, ja, wo die hingeht, das kann ich in der Zukunft schon sehen. Dann wollen wir das wissen. Wohin geht die gesamte Gruppe im Jahr 2017 so, oder in der seid Zukunft? Seid gespannt. Müssen wir jetzt irgendwas machen, weil die brauchen Energie. Wir machen das jetzt mal zusammen. Ja. Ihr gebt mir einen Stopp. Also der Erste, dem der Moment als richtig erscheint. Stopp. Irgendwie war das klar. Wieso habe ich das schon gespürt, dass das so sein wird, oder? Ein Frecher, ja? So. Ja, aber schau mal, die Karten reflektieren natürlich auch genau das, was jetzt hier passiert ist. Er, der Herzensmann, also ich muss in der Legung ja dich jetzt doch als meinen Ansprechpartner nehmen. Ja? Und da du in den Skatkarten immer dich selbst als Herzensmann präsentierst, lege ich von dir aus das Bild. Der Beruf, die berufliche Entwicklung, ja, der Erfolg liegt genau vor dir. Und man sieht auch, dass du dieses Ziel mit Menschen absolut erreichen möchtest. So. Es gibt mal so eine kleine Entscheidungsfindung, gerade im Herbst. Ja. Etwas Wundervolles ist im Frühling, da bekommt ihr ein Angebot, eine Möglichkeit, eine Chance, die ihr nutzen solltet. Hollywood? An uns alle. An euch alle. Hollywood? Nee, da geht es schon um die Möglichkeit, etwas zu verändern. Also ein Ziel zu erreichen, was ihr auch habt. Ja. Das wäre explizit so zwischen März, April, Mai rum. Ja. Da liegt wirklich was Tolles. Dann im Herbst steht so plötzlich dann Auseinandersetzungen damit, gehen wir jetzt noch mal ein Stück weiter. Ich gehe nicht davon aus. Also ich glaube, dass ihr das, was ihr im Frühjahr erreicht, ausbaut und bei dem dann auch bleibt und das auch erfolgreich für mich langfristig fortsetzt. Nämlich was spannend ist, es wird sie auch nächstes Jahr um diese Zeit noch geben. Ja, das ist ja das Allerwichtigste. Das ist immer damit habt ihr, glaube ich, auch so gerechnet. Ne? Aber das Schöne ist ja im Grunde genommen, wenn man Projekte angeht, die dann einfach auch erfolgreich weitergeführt werden können. Das ist ja das, was man als Künstler auch oft sucht. Weil wir auch vor allen Dingen, wir haben ja alle, jeder auch noch unsere eigenen anderen Projekte. Und hier kommen wir immer in diesem Team zusammen. Und deswegen ist das einfach so eine extra Geschichte für uns. Ne? Wir kommen immer alle abgehetzt aus anderen Showproduktionen. Aber dann kommen wir hier zusammen und dann sind wir hier immer eine Einheit. Aber das, glaube ich, ist das, was für Tanja so schwierig ist. Ja. Nicht wirklich irgendwie jeden eins, weil jeder Künstler hat natürlich sein Temperament, seine Ausstrahlung. Und jetzt hast du hier vier. Ich sage jetzt mal, nimm's mir nicht übel, aber ich würde mich auch als eine solche bezeichnen. Vier Rampensäue sitzen, die im Grunde genommen am liebsten alle selber wissen würden, wie geht's bei mir weiter. Wir sind fünf Rampensäue. Also, wir sind sechs Rampensäue. Ja. Es geht einfach wirklich so. Es wäre tatsächlich das noch größere Kino möglich. Das meine ich ganz ernst. Yeah. Aber es ist nicht das, was ich hier empfehlen würde. Ich würde weil die Qualität und das Eigentliche, was ihr erreichen wollt, sehr gut rüberkommt, weil es wirtschaftlich für mich sehr gut aufgehen würde, sodass jeder noch selbst sich selbst treu bleiben kann. Und ich glaube, wenn man sich darauf verlagern würde, nur noch dieses Projekt ganz nach oben zu bringen, ob das Team dann langfristig so noch funktionieren würde, denke ich nicht.
Das ist gar nicht so dumm. Das stimmt. So dumm. Ja, das stimmt wirklich. Auch weil sehr wir wahr und ja. Realistisch. Ja, ja. Also. Mist, ich hatte Pläne. Ich komme mit dir nach Hollywood. Vorbei. Ich komme mit. Ich glaube, bis nach Hollywood würden wir alle in den gleichen Zug einsteigen, oder? Ich würde es mir schon mal angucken wollen. Ja, warum auch nicht? Ne? Und zwei haben aber manchmal ist es auch so, ihr kennt das Märchen vom Fischer und Senafru? Ja. Die immer natürlich mehr wollte und immer mehr wollte. Und am Schluss war sie wieder zurück in ihrer kleinen, bescheidenen Hütte. Deswegen, manchmal ist es auch ganz gut, irgendwann mal zu sagen, damit geht es uns doch gut. Und ja, ich glaube auch, das Problem ist oftmals, dass die Leute immer zu viel wollen. Und man vergisst meistens dadurch das Schöne, was eigentlich vor einer Nase steht, was man hat. Es ist immer der Gedanke, immer alles noch weiter und noch größer. Und eigentlich sind so diese kleinen Momente, ist so mein privates Lebensmotto. Mhm. Die kleinen Momente sind manchmal viel, viel schöner, viel besser. Mhm. Und wir haben alle gut zu tun, wir arbeiten viel. Und wir müssen nicht alle Hollywood-Stars sein. Ich glaube, hast du das nicht vorhin sogar ansprechen wollen? Und dann habe ich dich aber kurz unterbrochen, weil ich weitermachen musste in dem Sendungsablauf, aber eigentlich wolltest du auch sagen, es ist eigentlich gut so, wie es gerade ist. Und wenn es so weitergeht, dann wäre es wirklich toll. Ich komme gleich noch mal zu euch. Wir machen eine kurze Pause. Stefanie Kralewski stellt ihren Hexenkalender fürs Jahr 2017 vor. In Steffis Hexenkalender für 2017 befinden sich mehr als 200 Ritualanleitungen und neben den genauen Mondständen auch zahlreiche Festtage, Rezepte für Räuchermischungen und vieles mehr. Neue Illustrationen und Zitate führen durch das ganze Jahr. Eine Woche auf einer Doppelseite mit Platz für persönliche Eintragungen und Termine. Der Kalender ist im A5-Format für nur 14,90 Euro, versandkostenfrei innerhalb von Deutschland. Bestellen Sie jetzt unter www.kartenlegen-berlin.de oder unter Telefon 030 956 19248. So, jetzt wollen wir uns mit Brigitte Gerke auch mal ein bisschen unterhalten, denn die wollte uns heute mal wieder eine ganz spannende Geschichte erzählen über das Haus unseres Lebens. Was bedeutet das denn, meine Liebe? Ja, lieber Andrea, das Haus unseres Lebens ist eigentlich die Schau nach außen. Erstmal, ich bin's, die Andrea. Hallo. Brigitte. Ich bin dran. Hören? Ich höre dich. Ah, ich höre dich aber sowas von leise, Brigitte. Also du säuselst gerade in mein Ohr. Jetzt habe ich auch ganz laut, besser? Nee, jetzt haben wir einfach nur den Ton hochgedreht und ich glaube, jetzt sind wir beieinander. Ja, unser Haus hatte schlechtes Ton gerade. Ja, das war nichts. Ich bin nämlich auf was ganz anderes gestoßen, entschuldige, als ich vorhin diesen Schmuck sah, diesen Engelschmuck. Fiel mir eine Geschichte an, die mich mal wieder umgehauen hat. Darf ich davon reden? Du darfst über alles reden, worüber du reden möchtest, meine Liebe. Gut. Wir sind spontan, wir sind live. Ja, ich dachte es mir, das geht doch von links nach quer, da können wir rein. Also, das war so, ich hatte eine Engeleinweihung. Das war so ganz zu meinen Anfängen. Und da war der Geburtsengel, Jekabel. Und es war gerade sehr viel los hier auf der Leyen und dann habe ich dem Engel gesagt, ach weißt du, wir kennen uns doch schon so lange und du weißt doch, wie ich dich lieb habe, ich komme später zu dir. Und was passierte? In der ganzen Straße ist das Licht ausgefallen, es gab nichts mehr. Ich bin sofort in die liegende Stellung, habe gesagt, jawohl, jetzt mache ich die Einweihung mit Kerze und danach war das Licht wieder da. Also es gibt mehr als das, was man sich so vorstellen kann. Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Das bedeutet, wir müssen manchmal vielleicht auch wirklich so Situationen annehmen oder Situationen vielleicht auch mal fühlen, spüren und einfach mal aufmerksam sein, dass Dinge im Leben manchmal passieren. Ne? Man kann sie einfach nicht erklären. Eben, ja, ich konnte auch keine Erklärung, aber das war so und das hat mich wieder geschockt, als ich die kleinen Engelchen gesehen habe. Das Haus unseres Lebens. Das Haus des Lebens bringt natürlich manchmal auch Überraschungen so ein bisschen mit sich. Ne? Und müssen wir auch im Leben teilweise immer mal wieder renovieren, manchmal sogar auch sanieren. Also es ist die Schau nach außen erstmal. Und dann ist es meistens, wenn ich in das Haus reingehe, fängt es an, von unten so leicht zu müffeln. Das heißt, wenn ich mit dem Klienten Hand in Hand gehe, nach unten, dann öffnen wir die Tür des Kellers und in den meisten Fällen sitzt dort das innere Kind und weint und jammert. Das heißt,
dieses Kind gehört nach oben und es gehört an die Seite der Klientin oder des Klienten und sollte dort wachsen. Denn es sind ja Anteile, die sich in der Kindheit abgespalten haben. Und diese Anteile gehören wieder zu diesem Menschen. Aber ich finde das, den Vergleich eigentlich generell ganz schön, weil jetzt redest du zwar über das innere Kind, aber ich kann jetzt auch weggehen vom Keller und ich gehe mal zum Dach. Auch das Dach gibt uns ja in irgendeiner Form Schutz, aber das muss ja auch ab und zu mal wieder neu bebaut werden oder neu verziegelt werden. Sagt man nicht, ne? Verziegelt? Ja, eingedeckt werden. Aber die Fenster müssen auch mal geputzt werden. Das heißt, eigentlich ist der Vergleich mit dem Haus unseres Lebens ganz schön, weil man auf jegliche Lebenssituationen im Grunde genommen ja mal wieder irgendwie anfangen muss zu reinigen, zu säubern, neu aufzubauen. Was mir auch immer wichtig ist, in welchem Raum sich der Klient am wohlsten fühlt. Letztens hat eine Dame angerufen, die sagte erst Wohnzimmer, und hat dann korrigiert Küche, und da musste ich sehr lachen, Küche hatte ich sofort reinbekommen. Mhm. Sie ist eine Frau, herzlich, liebevoll, sie möchte gerne die Menschen verwöhnen mit Kochen und. Und das sind so die Kleinigkeiten, die auch für sich selbst, für jeden Einzelnen eine Überlegung wert ist, was habe ich in diesem Haus? Ich bin da drauf gekommen, ich hatte mal einen Freund und der hatte ein wunderschönes Haus. War alles toll, nur das Wohnzimmer nicht. Das war irgendwie Müllhalde. Ja, es war alles in Ordnung und ich habe diesen Menschen ja dann intensiver kennengelernt und er konnte kein gepflegtes Gespräch mit Menschen führen. Das ging bloß über Küche und andere Sachen. Aber das ist eigentlich mal ganz interessant, nämlich sich wirklich mal sein Umfeld, sein Zuhause anzugucken, mal darüber nachzudenken, wo befinde ich mich am liebsten. Es gab früher, als ich noch klein und jung war, da gab es lustige psychologische Tests, die jeder von uns, glaube ich, mal gemacht hat. Kennt ihr das noch? Dass man gesagt hat, mal dich mal selber als Haus mit einem Weg, der zu dem Haus führt und einer Sonne, die muss auch dabei sein und ein Baum und ein Apfelbaum und eine Schlange. Und jeder hat dieses Haus gezeichnet. Jeder hat es auf seine Art und Weise gezeichnet. Und das war ja immer dieses Faszinierende, dass bei dem einen der Weg vom Haus weggeführt hat, die Sonne hat nicht gelacht oder die Schlange, die war irgendwo im Haus am Schornstein irgendwo angebracht. Und da sieht man mal wieder, wie individuell die Menschen sind und wie man doch wirklich auch sein Leben über das Haus betrachten kann. Das ist richtig. Mhm. Und vor allen Dingen, wenn man dieses Haus malt und das Haus hat weder Fenster noch Türen. Und wenn Tür, dann ganz fest geschlossen und vielleicht die Fensterläden zu, dann heißt es, ich sollte mich mal wieder öffnen. Und wenn über dem Haus direkt die Sonne ist, heißt das, man ist gut geführt, die Familie, also vor allen Dingen väterliche Energie und. Ja, man Bäume. Könnte sich heute Abend mal vornehmen, sich als Haus zu malen und das mal ein bisschen wirklich genauer anzugucken und mal zu überlegen, was sehe ich da eigentlich, was ich da gemalt habe. Wer Hilfe dann zum Beispiel braucht in der Auflösung seines Hauses, der kann dich gerne anrufen, denn du bist auch über unseren Partner Questico zu erreichen, meine Liebe. Auch ich hoffe, im Anschluss an Leichter Leben könnte man den Kontakt zu dir suchen. Aber ja, ich bin gleich wieder online. Herrlich, dann wünsche ich dir eine gute Zeit. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. In der Zwischenzeit wird sich mein liebenswerter Kollege Jens Garling herrlich um dich kümmern. Lass es dir gut gehen, bis dahin. Bis dann. Tschüss und Servus. Ciao, ciao. Wir machen eine kurze Pause und danach geht's noch mal weiter mit den Hackmacks. Die Kraftsymbol-Schmuckkollektion von Madeline Lay ist nicht nur ein Augenschmaus, sondern unterstützt und kräftigt sie im Alltag durch die Kraftsymbole. Jedes einzelne Teil hat seine eigene Energie. Lassen Sie Ihre Defizite zu Stärken heranwachsen. Schenken Sie sich oder Ihren Liebsten die Schmuckkollektion mit den Kraftsymbolen der universellen energetischen Unterstützung. Bestellen Sie jetzt unter www.m-lay.com und finden Sie alle Produkte von Madeline Lay. Ha ha.
Uns ist die Zeit ein bisschen davon gelaufen. Aber ich höre gerade, was machen wir jetzt? Ratespiel, ein Ratespiel. Wir wollten spielen, wir wollten spielen. Ich meine, wir können auch noch miteinander spielen. Tanja ist auch noch da. Die wollte eigentlich heute auch mit mir spielen. Die True Stories nämlich. Wir haben ja im Grunde genommen über euer Programm geredet. Also hätten wir jetzt noch ein bisschen Zeit, eine Spielerrunde einzuladen, leiten, ja? Ja, habt ihr so Lust auf ein Spiel? Wir sind ja spannend. Komm, Gaby, setz dich zu uns. Du kannst auch, du hast zwar kein Mikrofon, aber dann sprichst du laut in Tanjas Mikrofon oder so. Du schreist oder schreist in meine Brust hinein, das geht auch. Habt ihr eine Ahnung, um was es hier geht bei den True Stories? Nein. Gar nicht. Es ist ja so, dass heutzutage unglaublich gerne gerätselt wird, Fragen werden gerne beantwortet, wer wird Millionär, Quizduell. Aber es traut sich ja kaum einer, dann wirklich auf so einem Stuhl sich hinzusetzen, weil er sich dann outet, dass er eigentlich ein schäbiges Allgemeinwissen hat. Was wir hier bei den True Stories haben, ist was ganz was anderes. Wir stellen groteske Behauptungen in den Raum und geben vier Antwortmöglichkeiten, welche die richtige sein könnte. Okay. Man braucht kein richtiges Allgemeinwissen, aber man muss einfach ein bisschen verquer denken. Okay. Das können wir. Ja, deswegen habe ich das Spiel auch ausgesucht. Ach, gut. Und Blondinen, weil ich gedacht habe, nein, nein, Wissensspiele. Ich bin nicht so wie der Herr Jauch, der dann immer irgendwie alles erklären kann oder so. Hier kann man immer nur sagen, schauen Sie ins Internet. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich stelle einfach mal die erste Frage, damit wir schon mal so ein bisschen wissen, worum nicht es geht. Nicht schummeln, nicht schummeln. So, so. Die Ulrike, oder? Wenn man eine Brille trägt, das finde ich wunderbar. Ja, aber weißt du, was der Augenarzt, und Brille. Ja, weißt du, was der Augenarzt zu mir gesagt hat? Und das werde ich ihm auch nie verzeihen. Sie sind jetzt in dem Alter, da haben Sie die Alterssicht. Kann man das nicht freundlicher irgendwie formulieren, dass man einfach sagt, Sie haben schlechte Augen, Sie brauchen eine Lesebrille? Von mir hat mal einer gesagt, Sie sind ja nicht mehr unbedingt ein Jungbrunnen. Da hab ich so gedacht, also das möchte dem abgehe ich nicht, oder? Mehr. Aber wisst ihr was? Amy Winehouse wird das nicht hören. Also es ist ein Geschenk, alt und runzlig zu werden. Das stimmt natürlich auch wieder. Da muss man wieder auf den Boden der Realität zurückkommen. Ja. Aber man darf auch nicht vergessen, dass man trotz alledem sich auch mal über die kleinen Fehler und Macken ärgern darf. Sonst wären wir nur Gutmenschen unterwegs. Also so manchmal muss man auch mal sagen, also das ist unverschämt. Alterssicht, kein Jungbrunnen mehr. Also unglaublich, oder? Also aufgepasst, was findet man auf dem Gipfel des Mount Everest? War da schon einer mal von euch da oben? Nee. Nein, oder? In 8000er noch keiner bezogen. Findet man dort einen Wegweiser, eine Bibel, ein 3G-Mobilnetz oder einen Mülleimer? Ich würde sagen, eine Bibel. Ein Mülleimer? Mülleimer. Mülleimer war auch. Ich würde sagen, Bibel. Was sagst du? Der Teufel sagt Bibel. Ja, klar. Nee, es ist einfach wirklich ein 3G-Mobilnetz. Das geht. Nein! Echt? Das ist ja Wahnsinn. Ich dachte, wie kommt der da hin? Aber damit, das haben die mit dem Hubschrauber. Ja, aber warum? Ja, wahrscheinlich, damit die alle ihre Erfolge, wenn sie da oben sind, die reichen. Ich war hier. Ja, einfach, ich stehe hier oben auf dem Gipfel. Krass. Wie sparte American Airlines innerhalb eines Jahres $40.000 ein? Es wurde auf die Ausgabe von Schlafmasken verzichtet. Sie servierten ihre Salate mit einer Olive weniger als zuvor. Die Airline verzichtete als erstes Unternehmen komplett darauf, Fluggastbrücken zum Einsatz zu bringen. Oder Angestellten wurde es strengstens untersagt, sich außerhalb der Mahlzeiten an den Getränken zu bedienen. $40.000. Innerhalb eines Jahres. Also 40.000? Das Letzte würde ich auch sagen. Ich sag die Olive. Also die Angestellten, ja? Und die Olive wäre klasse. Nicht, früher gab es noch die Schlafmasken im Flugzeug. Gibt es immer noch? Stimmt. Gibt's immer noch? Ja, ich hoffe, die gibt es noch. Ich bin gerade aus Australien zurück. Ich hatte die ganze Zeit auf. Aber es kommt darauf an, mit welcher Airline du geflogen bist. Ach, die hat. Wer? Die hat. Etihad? Also ja, in die würde ich nicht steigen, die kennt kein Mensch. Was ist das denn? Ich wollte gerade sagen, die kenne ich gar nicht. Etihad? Etihad? Ja, Etihad. Klingt nicht besonders vertrauenswürdig. Abu Dhabi. Ah ja, okay, dann. Okay. Ja, und, dann was sagst du? Ja, ich glaube auch das mit den Schlafmasken. Oliven. Da-da-da-da! 40.000 Dollar wegen den Oliven. Das junge Küken, ne? Das junge Küken, ne? Nee, aber manchmal denkt man auch, je skurriler. Andrea, du hast gesagt, man fühlt sich nicht wie bei Jauch, man fühlt sich aber trotzdem wie ein Versager. Nein! Hauptsache, wir kriegen die Million nachher. Oh, die könnte man aber wissen. Das wäre so eine, die könnte man wissen, weil den kennen wir ja alle noch. Den Arno Funke alias Dagobert. Wie entkam der Kaufhauserpresser? Ach so.
einmal der Polizei. Der ist ja öfters mal abgehauen. Ja, ja. Ne? Aber wieder, ich stelle euch die Fragen. Unmittelbar vor seinem Fahrrad rutschte der Polizeibeamte auf einem Hundekot aus. Er fuhr mit einem Einsatzfahrzeug einfach davon. Er verkleidete sich als Priester und versteckte sich stundenlang in einem Beichtstuhl. Er harrte 32 Stunden in einer Damentoilette aus. Was war nochmal das Erste? Unmittelbar vor seinem, vor seinem Fahrrad rutschte der Polizeibeamte auf. So, Hundekot aus. Ja, das könnte ich mir vorstellen. Weil wir jetzt durch die Olive denken, das muss Stunden was sind lange. 32 Stunden auf einer Damentoilette? Das geht gar nicht. Wir Frauen würden es aushalten, ja, aber die Polizei die Männer auch nicht. Auch kontrollieren die Damentoilette, wenn die im Einsatz sind. Manchmal lese ich die nicht der Reihenfolge vor, deswegen weiß ich nicht. Aber ich kann dir noch mal sagen, er fuhr mit dem Einsatzwagen davon oder verkleidete sich als Priester. Vielleicht sogar Einsatzwagen, würde ich auch sagen. Da machen meine Kollegen zu eins hier. Keine Ahnung. Obwohl, nee, dann hätten sie ja doch bekommen. Ich würde eher sagen, der ist ausgerutscht da beim Fahrrad. Das wäre zumindest lustig. Ne? Ja, lustig war es. Hast du da gemacht? Du bekommst nicht über die Masken weg, oder was? Nee, naja, deswegen. Weil der ist ja, ich meine, der war ja diese Maske. Also deswegen, vielleicht hat er sich als Bist du verkleidet? Nein. Tu nicht so, du weißt es. Ich weiß es, ja. Aber ich wollte. Nein, er rutschte tatsächlich. Der unmittelbar vor seinem Fahrrad rutschte der Polizeibeamte auf. Hundekot. Und das wird der bestimmt erzählt haben, der Polizeibeamte. Das war die 50.000-Euro-Frage. Das gucke ich im Internet nach. Aber es ist ein tolles Spiel, finde ich, weil es manchmal eben so skurril ist, dass man danach noch Ewigkeiten darüber diskutieren kann, oder? Noch eine Frage. Was war der Grund für die größte Menschenansammlung aller Zeiten in Australien? Wendy. Achso, du kennst dich in Australien sehr gut. Ich bin aus Australien. Ach, du bist aus from Australia. 300.000 Leute haben sich da versammelt. So, wenn du das jetzt nicht die Aborigines protestierten gegen die Assimilationspolitik der australischen Regierung und für die Rückführung in alte Lebensweisen. Die Menschen waren gekommen, um sich die größte jemals gefundene Schlange in einem Zoo anzusehen. Die Beatles wurden in Adelaide empfangen oder Prinz William und Prinzessin Kate besuchten Brisbane. Oh Gott. Also ich würde sagen, alles glaube ich nicht. Ihr könnt, aber Aborigines glaube ich nicht. Ich denke eher Kate und William. Kate und William. Dann müsste es aber aktuell, dann hätten wir das noch, hätte ich das noch im Kopf. Beatles total aktuell. Ach so. Eben aktuell. Also Beatles? Ich habe das nicht. Beatles? Ich würde sagen Aborigines. Ich glaube, die sind da. 300.000? 800.000. Das ist verrückt, ne? Das sind 300.000. 300.000. Aber meinst du? Ja, doch, echt. Wie viele Aborigines leben denn da in Australien? So, okay, ich löse es auf. Okay, bitte. Und? Help! I need somebody! Yeah. The Beatles! Die Beatles kamen und das hat 300.000 von euch hervorgeholt. Du warst gut. Einem Menschen. Massenversammlung. Super. War dann doch noch mal ganz schön, dass wir ein bisschen dieses Spiel gespielt haben. Ich könnte es ja eigentlich immer wieder weiterspielen, aber wir dürfen nicht mehr. Denn haben wir noch ein bisschen Zeit oder? Eine Minute. Eine noch. Oh, Maya, der eisenharte Filmstar John Wayne. Und dann das. Tja, was denn? Er hieß mit Vornamen eigentlich Marion. Er aß nur Milchreis mit Zimt am Set. Er benutzte beim Dreh von Westernfilmen ausschließlich eigens für ihn gefertigte Sattel mit besonders weicher Polsterung. Er verbot seinen Kindern ausdrücklich, Spielzeugwaffen zu besitzen oder damit zu spielen. Kinder. Milchreis. Kinder. Waffen. Welche Sattel? Ja, Kinder. Marion! Ja, erinnert mich jetzt auch wieder an... Wie, er hieß Marion? Marion, mit zweitem Vornamen. Ach so. Nee, er hieß mit Vornamen eigentlich Marion. Das ist ja komisch. Marion Wayne. Das gibt's doch gar nicht. Cool. Ein Mann, der Marion? Doch. Gunter Gabriel hat auch mal dieses Lied gesungen. Ist Andrea auch ein Männername zum Beispiel? Ich hieß echt. Und dann gibt's Klaus Maria. Maria ist ein gläubiger Name. In Andrea bin ich auch ein Mann. Genau. In Andrea. In Italien. In Italien ist ja Andrea ist ja auch ein Mann. Du bist, du bist auch ein Mann. Deswegen, wir haben zu viel männliche Hormone in uns. Spruch des Tages, bitteschön. Da gucken wir noch mal kurz drauf. Die Bühne scheint mir der Treffpunkt von Kunst und Leben zu sein. Und von lustigen Leuten, muss man auch sagen. Es war eine schöne Stunde mit euch. Natürlich war es auch wieder eine schöne Stunde mit Ihnen. Ab 18. November, The Hack Max mit dem Teufel. In Teufelsküche. Genau, zusehen.
Ja, vielen Dank für den Besuch. Jetzt habe ich erstmal 2 Wochen Pause. Freuen Sie sich darauf, denn die Pause wird Ihnen leicht fallen. Jens Garling ist am Start und der freut sich mit Sicherheit auf Sie. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Machen Sie es gut. Bis dann. Tschüss und Servus.